rauchen Casablanca, das Ganja Bon Voyage. Oh ja, la 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 la. Jo, Freunde, herzlich willkommen, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Ich bin wieder richtig gut gelaunt und ich hoffe, ihr da draußen auch. Ich bin inzwischen sogar ein bisschen wach geworden. Es ist 11.30 Uhr. Leute, die perfekte Zeit, um Videos zu drehen, wenn man nicht wie alle anderen YouTuber nachts drehen will. Ich will anders sein, Leute, deshalb drehe ich jetzt meine Videos. Liebe Freunde, bevor das Video anfängt, schaut doch einfach mal auf meinem Instagram vorbei. Macht kurz Pause. Gebt meinen Namen in Instagram ein, der Sedo. Einfach ganz easy, Leute, lasst ein Follow da, slidet in meine DMs, schreibt mir, was euch bewegt, schreibt mir, auf wen ihr steht, wer euer Crush ist, schreibt es mir einfach in euren DMs und ich werde mal gucken, ob ich heute Abend ein paar antworte. Ich würde sagen, liebe Freunde, wir beginnen mit dem Video, denn heute reagieren wir auf ein Playmobil-Let's Play. Also, ich habe sowas noch nie gesehen, aber ich werde es jetzt zum ersten Mal sehen, liebe Freunde. Mir hat das sogar ein Zuschauer geschickt, denn er ist in meine Instagram-DMs geslidet, Leute. Er hat es richtig gemacht. Liebe Grüße gehen raus an dich. Ich blende dich auch mal hier ein. Vielen Dank, dass du mir den Kanal geschickt hast. Ich hoffe, es lohnt sich jetzt auch, dieses Video anzugucken. Und ja, Leute, ich bin gespannt. Ich würde sagen, ich befördere meine Kopfhörer in mein Ohr. Ah, nice. Was werden Leute denken, die mich halt so gerade zum ersten Mal sehen. Falls du mich gerade zum ersten Mal siehst, schreib mal einfach jetzt in die Kommentare so, wie ist so dein Eindruck von mir? So, bin ich normal, so ein bisschen durchgedreht, so ein bisschen mehr durchgedreht, bin ich so komplett Ich muss kurz diesen Jungen screenshotten, bevor ich das vergesse und dann sage ich blende den hier ein und mache ich dann halt doch nicht. Oh, ich merke gerade, das war ein Mädchen. Tut mir leid an der Stelle. Cemre.nz. Aber Grüße gehen raus an dich. Danke dir. Du bist heute auf jeden Fall der Held des Tages für dieses Video auf jeden Fall. Ready in 3, 2, 1, go. Die Meerschweinchen habe ich sauber gemacht. Jetzt darf ich mich verabreden. Yay, endlich. Okay. Verabreden? Ja, du bist den beiden am Essen geben. Biku steht mal gerade. Sie liegt einfach so tot da. Vanessa, du kannst ja zugucken. Muss los. Das finde ich gut. So, ja, ich glaube, Vanessa hatte einfach auch Bock, an der Stelle einfach auf dem Boden zu chillen, ein bisschen, ja, sag ich jetzt mal, zu schlafen, keine Ahnung. Beide wart eigentlich ausreiten. Oh, krass! Ihr kommt jetzt aber, das scheint in der Familie so ein richtiges Ding, so ein richtiges Ritual zu sein. Einfach mal morgens, wenn die Sonne aufgeht, auf dem Bauernhof, einfach auf den Boden legen, liebe Freunde. Bisschen Sonne tanken, ihr kennt's. Ja. Und reitet hier um die Voltigiergruppe rum. Voltigier, habe ich noch nie gehört. Krass. Training. So, du Beauty, du kannst ein bisschen Körnerfutter essen, da ist ja noch was drin, oder? Ja, ups. So, Leute, da ist doch noch was drin, oder? Das war so voll real gefragt, wo man so voll davon ausgehen kann, so, ab wann werden Playmobil-Tiere denn dir wirklich dein Futter wegessen? So, dann mache ich mir Sorgen. An der Stelle musste ich ganz dringend. Los, Leute, weiter geht's. Du gibst Tinkerbell was zu essen. Die Box kann ich zumachen. Tinky! Halt da aufhängen. Ja, naja, nee, du hast jetzt genug geschlafen. Du sitzt bei den Decken, warum auch immer. Die erste Person aus dem Bauernhof, die ich sehe, dass die wirklich in einem Bett geschlafen hat. Sah auf jeden Fall gemütlicher aus als bei den anderen auf dem Boden. Muss ich ehrlich sagen. Ja. So. Ah nein, du gehst jetzt mal von Toffi weg. Der Kleine braucht auch mal seine Ruhe. Du gehst dahin. Toffi, bisschen mit dem Girl flirten. Koppel. So, du bist gerade am rausgehen. Die sollen sich mal daten, das wäre lustig. Dann so dieses Gespräch, was die dann so führt, dieses Mädchen. Ihr schnuffelt euch an. Autsch. Hat die sich nicht gerade gepikst, wenn die den Igel anfasst? Katzi, du trinkst. Und Hundi, du auch. Das sind innovative Namen. Katzi, die Katze. Hundi, der Hund. Da muss ich auf jeden Fall an der Stelle Lob aussprechen. Das sind kreative Namen. Wirklich, das ist Kreativität, Leute. Falls ihr euch schon immer gefragt habt, wie kann ich wirklich kreativ sein? Holt euch einen Elefant und nennt ihn Elefanti. Und dann, ja, sieht das doch ganz hübsch aus. Ja, dann ist noch der Karton. Und euch kann ich jetzt erstmal, glaube ich, nicht gebrauchen. Ja. Was sind so diese Außenseiter? Die tun mir voll leid. Ich wäre auch einer, der da liegt, auf jeden Fall an der Stelle.
Wohin geht sie jetzt? Hat die noch mehr Playmobil? Ja, was macht die? Oh mein Gott, sie ist weg. Leute, Eskadron hat eine neue Schabracken-Serie rausgebracht. Wir müssen da sofort hin. Schon da! Was? Okay, ich sehe den Punkt, warum das hier, glaube ich, unterhalten wird. Ich sehe den Punkt auf jeden Fall. Okay, jetzt habe ich richtig Bock drauf, Leute. Weiter geht's. Naja, bist du bekloppt? Ich saß oben und ich wollte dich überraschen. Es hat wehgetan. Du bist doch echt verrückt. Ja, ein bisschen. Komm, lass uns schnell hinrennen. Los. Wir müssen mit der Bahn fahren. Wann kommt die? In 10 Minuten. Los, rennen! Leute, in 10 Minuten kommt die Bahn, die nach Eskadron fährt. Zu dem Geschäft. Was? Eskadron. Schnell. Darf ich auch mit? Natürlich. Schon da. Wir wollen unbedingt einen neuen Voltigiersattel haben. Genau. Also, wir sind auch da. Eskadron ohne mich? Keine Chance. Wehe, ihr vergesst mich. Wir kommen auch mit. Okay, dann los. Die Bahn kommt in 8 Minuten. Los, rennt. Na toll. Ich bin neu, kenne mich hier nicht aus und werde schon alleine auf dem Platz stehen gelassen. Oh Gott, ich kenne mich doch hier gar nicht aus. Hey, ich bin Sissy. Oh, hallo. Ich kenne mich hier auch noch gar nicht aus. Wenn du willst, können wir zusammen abhängen. Gerne. Hey Leute. Ich habe gedacht, jetzt kommt so, hey, ich bin Sissy, ich kenne mich hier aus, ich zeig dir alles, komm, ich führe dich rum. Und dann so, hey, ich kenne mich auch nicht aus. Lass zusammen abhängen. Mega nice. Lass einfach nicht die Welt entdecken. Ich bin Schoko, wenn ihr wollt, kann ich euch den Hof zeigen. So kompliziert ist das gar nicht, er ist recht klein. Da ist Schoko. Okay, ich bin Sternchen. Ja, und wie gesagt, ich bin Sissy. Okay, wie gesagt, ich bin Schoko. Und ja, soll ich dir erstmal mit deinem Voltigier-Zeugs da helfen? Nee, nicht abmachen, das fällt auf. Ja, aber der hängt ganz schön lang. Nicht, dass du drüber stolperst. Warte, häng ihn einfach über mich rüber. So, super. Okay, dann kommt. Ich muss dir ehrlich sagen, ich finde das alles richtig cool gemacht. Ich finde das sau kreativ. Ich finde das richtig gut. Auch wie sie das alles aufgebaut hat und so. Aber ich frage mich gerade, wie hat dieses Pferd sich selber dieses Seil um den Rücken gelegt, Leute? Das ist eine Sache, die ich wirklich nicht verstehe. Muss ich ehrlich sagen. Ich zeige euch mal ein bisschen den Hof. Ah ja, zeigst du mir mal den Hof, gell? Gibt sie nicht noch andere Fohlen? Nein, Twix, leider nicht. Oh Mann, Twix. Darf ich raus? Nein, Twix, das ist zu gefährlich. Wir dürfen uns nicht bewegen. Nein, Kinder Bueno. Wir gehen raus. Charan, vergiss es, er bleibt drinnen. Warum? Das ist viel zu gefährlich. Ich bin sein Vater, komm jetzt, lass mich mit ihm raus. Aber wer kommt nicht zurück? Also heile zurück. Er kommt heile zurück. Yay, Papa, du bist cool. Mama, du auch, aber mit Papa darf ich raus. Pass bitte auf dich auf. Ja, mach ich. Stellt bloß keine Döniken an, ich sag's euch, ihr beiden. Nein, machen wir nicht. Gut. Boah, Papa, der Hof ist ja richtig groß. Ja, mein Sohn, ne? Ich find's so nice gemacht, muss ich ehrlich sagen. Hinter uns ist die Futterkammer. Ich find's so kreativ. Willst du mal ein bisschen was essen? Ja, gerne. Guck mal, mein Sohn, ganz frisches, leckeres Heu. Mh, das ist ja wirklich richtig lecker. Oh, Jumper, weißt du, was mir die auf die Nerven geht? Was denn, Tinkerbell? Wir werden total von ihr vergessen. Jetzt hat sie sich schon wieder neue Pferde gekauft und mit uns macht sie gar nichts mehr. Ja, ich verstehe dich. Wisst ihr eigentlich, wie teuer solche Pferde sind? Weil solche Pferde sollen sehr, sehr teuer sein, ne? Wenn man so drüber legt, ja, sie hat schon wieder neue Pferde gekauft, so, das kann man nicht einfach mal eben so kurz machen, weil Pferde sind wirklich teure Tiere, soweit ich das mal mitbekommen habe. Ich habe jetzt keine genaue Zahl im Kopf, aber ich glaube, es fängt bei 8000 an oder so. Ich weiß es nicht, Leute. Ihr könnt ja mal sagen, wenn ihr Pferde habt oder wisst, wie teuer Pferde sind, so von euren Freunden oder so, könnt ihr, wenn ihr wollt, ihr müsst natürlich nicht, aber könnt ihr auch gerne mal Zahlen in die Kommentare schreiben, würde mich voll interessieren. Sagt, ich bin ihr Lieblingspferd. Jetzt ist Sternchen und Toffi ihr Lieblingspferd. Ja, ich war auch mal einer ihrer Lieblingspferde und jetzt... Das sind Probleme, die Mädchen jeden Tag haben. Total. Ja, leider. Wollen wir lieber in der Box bleiben? Ja, ich habe auch gar keinen Bock, mich richtig zu bewegen. Beauty, nein. Nicht essen. Du darfst es wirklich nicht essen. Es fällt auf. Beauty, ess es nicht. Oh mein Gott, ich muss es essen. Wow. Der Hof ist ja richtig groß. Bin ich hier der einzigste Hengst, der... Einzige. Hier
Normalfall. Sorry, ich wollte nicht so spießig rüberkommen, Leute. Ich bin echt voll deine Liebe. So, ich würde niemals jemanden korrigieren. Ich habe sie nur korrigiert, weil ich selber immer den Fehler gemacht habe und mich gerade gut fühle, dass ich nicht der Einzige bin, Leute. Hey. Hi. Ja. Wollen wir ein bisschen so über uns was erzählen? Hi. Ja, dann können wir uns ein bisschen besser kennenlernen. Das funkt doch schon zwischen den beiden. Tut's wirklich? Mhm. Ich finde auch immer direkt meine Liebe, nachdem ich Hi gesagt habe, wollen wir auf die Koppel gehen. Dann ist schon direkt klar, ja, ist meine Freundin. Leute, muss dringend los an der Stelle. Ich muss aber direkt sagen, wirklich, ich werde sie euch in der Beschreibung verlinken, weil wer Interesse hat an solchen Videos, ich finde das echt nicht schlecht und ich habe auch jüngere Zuschauer, die das vielleicht interessiert. Also schaut in der Beschreibung vorbei und lasst mir auch gerne einen lieben Kommentar da. So, das ist, also ich finde es nice und ich finde, man muss sich eh irgendwo viel, viel mehr unterstützen und... So, klar, es sind nicht die Videos, die ich mir jetzt jeden Abend geben würde. Ich bin aber auch 20 Jahre alt, ich weiß nicht, also... Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass einige von euch dabei sind, die sich das vielleicht anschauen wollen. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Denn hier kommen jeden Tag Daily-Videos, jeden Tag Daily-Unterhaltung. Täglich, 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 Leute. Jeden Tag ein Video. Ich würde mich mega freuen und checkt doch gerne mein Instagram ab. Wie schon gesagt, slidet in meine DMs, Leute. Ich werde heute Abend mal ein paar Leuten zurückschreiben. Und wir sehen uns morgen bei einem neuen Video. Hau rein, liebe Freunde. Ciao!